herzliches Willkommen zum Taroskop mit Ella für die Woche 18. bis 24. Mai 2020. Und das sind die Karten, die wir verwenden. Das Druidcraft-Tarot von Philipp und Stephanie Cagon. Eine Orakelkarte für das Krafttier, das dich in dieser Woche begleitet, fürs jeweilige Sternzeichen, ist ja eine allgemeine Legung. Das Orakel der Krafttiere von Colette Baron-Reed. Für die Legung selber noch eine Orakelkarte von Colette Baron-Reed, Weisheitskarten der Seele, was so der Ratschlag auf dem Weg ist. Wir haben das After-Tarot für die Tageskarten und zur Klärung haben wir das Tarot Familia von Lisa Parker. So, und dann habe ich die Anregung bekommen, ich soll mich auf die Legung der letzten Woche beziehen. Das wollen wir mal ausprobieren. Ich werde im Nachhinein eine Befragung starten, wenn die Legung veröffentlicht ist, wie ihr das findet, ob ihr das gut findet oder was euch daran gefällt oder nicht gefällt. Einfach mal so eine Befragung machen. Die werdet ihr bekommen, wenn ihr Abonnent seid. Und dann könnt ihr euch daran beteiligen und selbstverständlich auch eure Kommentare abgeben. Wir probieren das einfach mal aus. Und dann schauen wir mal, wie diese Woche für euch verläuft. Ein herzliches Willkommen, lieber Schütze, zur Taroskoplegung mit Ella in der Woche 18. bis 24. Mai. Und wir wollen in dieser Woche natürlich wieder schauen, was für dich drin ist. Dieses Mal in Verbindung mit Bezug auf die Legung von der Vorwoche. Auf Wunsch habe ich das mal eingebracht hier. Und du kannst mitentscheiden, ob das in Zukunft immer so sein soll oder ob du lieber jede Legung für sich alleine gelegt haben möchtest. Die Entscheidung überlasse ich euch. Wir wollen als erstes bei der allgemeinen Legung natürlich gucken, was von außen kommt und wir schauen, was letzte Woche los war. Wir gucken uns das jetzt erstmal an, wie das jetzt aus der letzten Woche weiterging. Und ja, in der letzten Woche hatten wir neue Wege. Deine Mitmenschen, dein Umfeld ist neue Wege gegangen. In dieser Woche haben wir die 10 der Schwerter. Das heißt, man hat das Gröbste überstanden. Also wenn diese neuen Wege dazu führen sollten, ich sag mal, Dinge hinter sich zu lassen, ist das wohl auch geglückt in deinem Umfeld. Okay. Wir haben ja auch gehört, dass du in einer Gruppe zumindest anwesend warst beziehungsweise teilgenommen hast an einer Gruppe, aber auch so ein bisschen mit dem Eremiten zurückgezogen warst. Wir schauen mal, wie du dich in dieser Woche fühlst. Also dich selber siehst, was du dir wünschst, Hoffnung und Ängste, was gut für dich ist, was weniger gut ist und wie die Woche für dich ausgeht. So, ich gucke nochmal. So weit, so gut. Dann kommen wir natürlich auch wie immer zu den einzelnen Wochentagen. Wir gucken uns an, was an den Wochentagen los ist. Das ist bei der allgemeinen Legung natürlich und wie immer so, dass das bei dir nicht exakt der gleiche Tag sein muss wie bei mir in der Legung. Wichtig ist nur, dass du daraus wichtige Informationen, Hilfestellungen ziehen kannst. Darum geht's. So, und wir wollen natürlich wissen, was bringt der Schütze in diese Woche mit? Was ist deine Außenenergie? Letzte Woche war es das Ass der Münzen. Hast du dieses Ass der Münzen für dich erkannt und umgesetzt? Was ist deine Außenenergie? Die 6 der Schwerter. Du bist entspannt, du bist gelassen. Das ist gut. Du bist nicht aufgeregt, du bist nicht dramatisch, du machst dir keine Sorgen. Du gehst es ruhig an. Und das war, glaube ich, auch der Tenor der letzten Legung, dass du eben, ja, mit dem Eremiten an deinen Plänen, an deinen inneren Dingen und an der Heilung gearbeitet hast. Wir schauen mal. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und der Sonntag. So, wie gesagt, diese Tage können bei dir anders liegen, das ist nicht schlimm. Wichtig ist, dass sie dir Nützliches rüberbringen. So, wir hatten in der letzten Woche bei dir den Eremiten. Du hast dich zurückgezogen, an deinen Talenten, an deinen Fähigkeiten vielleicht gearbeitet, zu entdecken, was du wirklich willst, wo du hin willst. Das ist ja auch wichtig, dass man weiß, welchen Weg man gehen möchte und wie man diesen Weg gehen möchte und vielleicht auch mit wem. Da hatten wir auch Verletzungen drin. Also wir schauen mal, was ist denn in dieser Woche so, wie du dich selber siehst? Wiedergeburt, sehr schön. Das heißt, wie Phönix aus der Asche steigen, die Dinge anders angehen, vielleicht daraus gelernt haben, sich die Zeit genommen zu haben, in seiner inneren Mitte zu sein. Das sieht sehr gut aus, sehr schön. Der Wunsch nach Versuchung, also nach Ablenkung, nach schönen Erlebnissen war da. Auch wenn du, wie gesagt,
ja, mehr oder weniger auch gerne alleine warst oder dich alleine mit den Dingen beschäftigt hast, vielleicht entstanden aus der Enttäuschung heraus. Wir schauen mal, was diese Woche dein Wunsch ist. Haha, König der Stäbe, wow. In deinem Element zu sein, du selbst zu sein, du selbst sein zu dürfen, ja, angenommen zu werden, wie du bist. Ich glaube, das ist dein Wunsch in dieser Woche. Eine sehr schöne Energie bis dahin. Wir hatten in den Hoffnungen und Ängsten die drei der Schwerter oder drei der Luft, das ist das Gleiche. Das war eben die Befürchtung, wieder verletzt zu werden. Und ich sag mal, wenn man schon verletzt ist, ist es für andere leicht, darauf herumzuhacken und das noch mehr zu vertiefen. Und das ist eben die Gefahr und deswegen vielleicht auch der Rückzug in der letzten Woche. Was haben wir jetzt hier in den Hoffnungen und Ängsten? Der Gehängte. Der Gehängte ist Stagnation, dass sich Dinge nicht bewegen, aber es ist auch die Karte des Verständnisses. Zu verstehen, warum Dinge sind, wie sie sind, warum Menschen tun, was sie tun, ja, zu verstehen. Der Gehängte ist verstehen, was andere warum tun und natürlich auch, ja, akzeptieren, ja, in gewisser Weise. Nicht natürlich alles, aber mit dem Verständnis kommt auch ein, ach ja, ich verstehe, warum dieses oder jenes passiert ist. Was ist gut für dich? Da hatten wir letzte Woche die Veränderung. Wir haben ja eine Veränderung. Wiedergeburt, du bist in deinem Element. Und was haben wir in dieser Woche? Die neuen Wege. Das, was dein Umfeld in der letzten Woche getan hat, mit den neuen Wegen, neue Wege zu gehen, das ist jetzt gut für dich, es anders zu machen. Natürlich, wenn du in deinem Element bist, wenn du dir die Ruhe gegönnt hast, wenn du, ich sag mal, in deiner Mitte bist, Verständnis aufbringst für Dinge, dann kannst du Dinge auch anders angehen. Ganz klar, du bist entspannt, das ist sehr, sehr gut. Und ich denke, dass du eben auch nichts überstürzt. Das hatten wir ja vorher auch mit Erdenergie, dass du eben nichts überstürzen solltest. Und ich denke, da bist du dabei. Nicht gut war die Fokussierung auf eine Sache. Du hast dich also um mehrere Dinge wahrscheinlich gekümmert. Was haben wir in dieser Woche? Da ist der König der Schwerter. Das könnte jemand in gehobener Position sein, das könnte ein Luftzeichen sein, also Waage, Wassermann, Zwilling. Das kann ein Boss sein, das kann Gericht sein, das kann Polizist sein, Sachverständige, wie auch immer. Es ist diese Luftenergie, der Analytik, also wenig gefühlvoll bis gar nicht. Klarheit, Wahrheit und das können auch harsche Worte von jemandem sein, vielleicht von einem Vorgesetzten. Da ist jemand vielleicht gar nicht damit einverstanden, zum Beispiel, dass du neue Wege gehst. Oder du hast jemanden, der ja, versucht, dich wieder klein zu kriegen, sozusagen, mit harschen Worten. Wir gucken mal, wie das Ganze ausgeht. In der letzten Woche hatten wir ja mit dem Ass der Stäbe, dem Ass des Feuers, den leidenschaftlichen Neubeginn. Und in dieser Woche haben wir die Prinzessin der Stäbe. Du bist in deinem Element. Du stehst mit dem Stab für deine Dinge ein. Du bist mit Leidenschaft dabei. Und ich denke mal, dass du diese Begeisterung auch aufrechterhalten solltest, also dich wirklich nicht klein kriegen lassen solltest. Ich denke, dass das hinhaut. Aber wir gucken mal weiter, was die Karten sagen. Wir hatten ja in der letzten Woche die Verletzung. Und das kann vielleicht auch die Person von der letzten Woche sein, die dich gekränkt hat, möglich. Was haben wir hier am Montag? Wir haben die Vier der Kelche. Natürlich bist du nicht zufrieden, wenn du jemanden hast, der, sag ich mal, dich klein kriegen möchte, der dich vielleicht behindern will bei dem, was du tust. Die Vier der Kelche ist so ein bisschen Unzufriedenheit und vielleicht auch noch so ein Ausläufer von den Kränkungen, die du schon erlebt hast. Wir hatten am Dienstag die Herrscherin, dass die Dinge vorangehen. Hier haben wir die Hohepriesterin. Intuition, Bauchgefühl. Das ist auch, du behältst Dinge für dich. Das heißt auch, dass du zwischen den Zeilen lesen kannst. Wenn zum Beispiel dich jemand angeht, sei es ein Vorgesetzter oder jemand anders, dass du zwischen den Zeilen liest. Dass du mit dem Gehängten verstehst, warum diese Person dich angeht. Und dass du das dann nicht persönlich nimmst, sondern weißt, dass es möglicherweise aus der Schwäche dieser Person herauskommt. Ja, da ist das Verständnis. Und dass du dich ja nicht von deiner Position wegschubsen lässt. Also, dass du in deiner Mitte bist, dass du dich davon nicht irritieren lässt. Die Hohepriesterin wird das nicht nach außen zeigen, also du in dem Fall. Du wirst das für dich behalten, aber du kannst es für dich nutzen.
Ja. Wir hatten Gespräche in der letzten Woche am Mittwoch und hier haben wir die sieben der Kelche. Neue Möglichkeiten, die sich auftun, aber die auch für Verwirrung sorgen. Dadurch, dass du, sagen wir mal, durch die Hohepriesterin viele Einblicke hast, Verständnis aufbringst für die Sache, verwirrt dich der ganze Zusammenhang vielleicht auch, weil manche Dinge sind zwar klar, aber vielleicht auch nicht unbedingt logisch. Und gefühlsmäßig auch so nach dem Motto, ich verstehe es, aber ich kann es nicht nachvollziehen. Ja, zum Beispiel. Warum? Ja, diese Frage wird dir vielleicht nicht beantwortet und kann dich in Verwirrung stürzen. Lass dich davon bitte auch nicht irritieren. Bleib deiner Linie treu. Dann hatten wir die Geduld mit dem Ritter der Münzen, dem Erfolgsgarant. Und hier haben wir die fünf der Stäbe. Da ist Wettbewerb, da ist auch ja, innerer Konflikt vielleicht. Vielleicht ist es das, was du nicht haben möchtest, womit du dich beschäftigen möchtest. Du willst lieber deine neuen Wege gehen. Du bist vielleicht nicht unbedingt jemand, der seine Ellbogen nutzen möchte. Aber wenn du musst, wirst du es tun. Ja, das ist aber nicht etwas, was dir liegt oder was du unbedingt umsetzen möchtest. Wir schauen mal, wie das Ganze weitergeht. Wir hatten die Veränderung, die Transformation am Freitag und hier haben wir die Zehn der Schwerter. Du bist über Dinge hinweg. Ich denke, du bist über diese Sache hier hinausgewachsen, einfach durch die Wiedergeburt, die Kenntnisnahme, dass du ruhig und gelassen deiner Wege gehst. Du lässt die anderen sich austoben, du behältst das aber für dich, du zeigst das nicht. Aber du bist über das Schlimmste hinweg und das ist sehr, sehr gut. Und ich glaube, diese Person kann dir auch nichts mehr anhaben. Dann hatten wir den Herrscher am Samstag, hier haben wir den Neubeginn mit dem Narren, unbelastet und frei. Das ist eben die Loslösung von Kränkungen, Schmerzen, die dir jemand zugefügt hat, dass du sagst, ich kann es nicht ändern, ich verstehe es. Zwar in gewisser Weise, ich kann es nicht nachvollziehen, aber ich gehe meiner Wege, weil damit will ich gar nichts zu tun haben. Am Sonntag hatten wir die vier der Kelche, die wir hier am Anfang der Woche haben, und da bist du auch noch mal in deinem Element. Du lässt dich nicht von deinem Thron schubsen. Sehr gut. Finde ich richtig gut. Ja, auch die anderen sind über ihren Schmerz hinweg, aber du bist entspannt, du bist schon einen Schritt weiter. Schauen wir mal, was ist die Wiedergeburt beim Schützen in dieser Woche? Der Magier, Manifestation, was du im Vorfeld sozusagen mit Geduld, mit Rückzug, mit Talentsuche in dir selbst und so weiter vollzogen hast. Du kannst es jetzt umsetzen. Dann haben wir den Narren, den Neubeginn, den wir hier auch haben. Du bist dabei, die neuen Wege nicht nur zu überdenken, sondern... Entschuldigung, ich musste niesen. Die neuen Wege auch umzusetzen. Tut mir leid. Das ist nur eine Bestätigung dafür, dass du auf dem richtigen Weg bist. Und das finde ich großartig. Dann haben wir den König der Stäbe. Du bist in deinem Element, du bist in deiner Mitte. Darum sollst du dich kümmern. Und vielleicht hast du auch liebevolle Begleiter, zum Beispiel mit einem Krebs, Fisch oder Skorpion. Eine Person, die dich unterstützt, die dich liebt, die dir den Rücken stärkt. Vielleicht auch eine Mutter oder ein Vater, jemanden in deiner Umgebung, der dich unterstützt, der dir wirklich das Gefühl gibt, ja, du machst das richtig. Und da haben wir die enge Bindung, da haben wir den Hierophanten. Ja, ich denke, dass du, je mehr du in deinem Element bist, desto besser läuft es für dich. So, dann haben wir in den Hoffnungen und Ängsten den Gehängten, da haben wir den Rückzug und da haben wir den Herrscher. Die fünf der Münzen bedeutet ja die Stagnation, dass es nicht weitergeht, aber du hast die Dinge im Griff, weil du den Durchblick hast. Einmal mit der Hohenpriesterin und mit dem Herrscher, dass du diese Dinge ja nicht beherrschst. Das ist nicht richtig, aber du hast sie geblickt und du übernimmst für deinen weiteren Weg die Verantwortung. Dann haben wir die acht der Kelche, wir haben den Ritter der Stäbe und wir haben den Erfolg. Wow! Mit Begeisterung gehst du deinem Erfolg entgegen. Ja, bleib dran. Nicht überstürzt, bitte. Du bist begeistert. Du freust dich darüber und das sollst du auch. Aber du sollst weiterhin überlegt und langsam an die Dinge rangehen. Was ist der König der Schwerter? Ass der Kelche und neun der Kelche. Okay. Das könnte jemand sein, der für dich eine Wunscherfüllung war. Jemand in deinem Umfeld. Das muss jetzt nicht unbedingt eine Waage, ein Wassermann oder ein Zwilling sein, aber jemand, der sehr analytisch, sehr direkt in seinen Äußerungen ist, den du vielleicht auch weiter liebst,
aber der nicht gut für dich ist. Also das ist wie jemand, den du liebst, mit dem du aber nicht zurechtkommst. Ja? Und ich denke, dass du da, ich sag mal, zu kämpfen hattest oder vielleicht auch noch hast, über diese Sache hinwegzukommen. Oder vielleicht war es einmal eine Wunscherfüllung. Ja? Aber das ist es vielleicht jetzt nicht mehr. Trotzdem liebst du diese Person. Ja? Ich denke, dass du da auch nicht mit aufhörst, aber es geht halt nicht anders. Prinzessin der Stäbe, König der Kelche, angemessene Reaktion und zwei der Münzen. Das bedeutet, dass du natürlich mit der Erdenergie vielleicht zwei Dinge versuchst auszutarieren. Deinen Erfolg, dein Voranschreiten und diese Dinge, die schwierig sind, zu regeln. Du bist mit Begeisterung dabei. König der Kelche bedeutet, du bist angemessen. Du reagierst diplomatisch. Du bist nicht, wie soll ich sagen, wie der König der Schwerter und sagst patschig, was dir gerade in den Sinn kommt, sondern du wägst ab, wem du was sagst. Das ist gut. Vier der Kelche. Was haben wir? Ass der Schwerter und Königin der Stäbe. Du bist dir klar darüber, was dir nichts mehr bringt. Ass der Schwerter, ein Schlussstrich. Du ziehst den Schlussstrich zu Dingen, die dich unglücklich gemacht haben in der Vergangenheit. Und sei es auch jemand, der deine Wunscherfüllung war. Hohe Priesterin, dein Bauchgefühl. König der Stäbe, in deiner Mitte sein, die Dinge blicken. Und mit der Hohen Priesterin hast du wirklich, Weisheit bekommen. Du bist weise geworden, ja. Und auch sicherlich durch die Unterstützung. Vielleicht ist diese Wasserenergie auch jemand, der sehr weise ist, der sehr, begabt ist im Sinne von Dinge zu erkennen, mit dir zu besprechen. Was verwirrt dich denn? Ritter der Schwerter und Sechs der Schwerter. Das können Gespräche sein. Wir haben hier wieder Schwertenergie, wo dich jemand angeht. Ja, es könnte sein, dass jemand ziemlich schnell irgendwie Forderungen stellt oder dich gefühlsmäßig irritiert, könnte diese Person sein, aber da bist du entspannt. Was sind die fünf der Stäbe? König der Schwerter und die acht der Schwerter. Der König der Schwerter, den wir hier haben, bringt nur Ärger. Bringt nur Ärger. Da ist der König der Schwerter mit dem Konflikt und möchte vielleicht auch, dass du in deinem Gedankenchaos versinkst. Bringt wieder nur Dinge an den, sagt Dinge, tut Dinge, die dich irritieren. Du bist aber drüber hinweg. Das hört auf. Die Stärke liegt darin, das hinter dir zu lassen, was nicht leicht ist, absolut nicht. Aber was willst du dich mit Leuten umgeben, die dir nur Stress machen? Der Neuanfang ist da. Gerechtigkeit und der Eremit. Jungfrau-Karte, Erdenergie, du ziehst dich, glaube ich, von solchen Menschen zurück. Muss keine Luftenergie sein, kann auch jemand anders sein, dass du sagst, damit will ich nichts zu tun haben. Du lässt diese Leute, vielleicht auch eine Jungfrau, hinter dir und gehst deiner Wege. Königin der Stäbe, Zehn der Stäbe, Königin der Münzen. Du sorgst für dich, für deine innere Mitte, für deine Finanzen und alles, was dir nichts mehr nützt, seines Personen, seines Menschen, die dir was wollen, die lässt du hinter dir, die prallen an dir ab. So wie wir das letzte Woche auch hatten, du löst dich von allem, was dir Schaden zufügt. Und wir haben die Karte als Orakelkarte, die Höhle des Drachen. Schauen wir mal, was die Höhle des Drachen bedeutet. Vielleicht ist das ein Drache, der dich da drangsaliert. Das kann ja durchaus sein. Jemand, der unzufrieden mit sich ist und das an dir versucht abzuladen. Wir schauen mal. Du bist stets beschützt und unter göttlicher Führung. Die Bedeutung, du verfügst über ein bemerkenswertes inneres Warnsystem, das dich wissen lässt, wenn etwas aus dem Lot geraten ist. Du bist dabei, gefährliches Terrain zu betreten, also setze deine Schritte vorsichtig und achte darauf, was dich umgibt. Der Pfad, dem du jetzt folgst, stellt für dich eine harte Prüfung dar. Dennoch hat die Gefahr auch etwas Faszinierendes und Beflügelndes, wie das Wagnis, eine neue Beziehung einzugehen, obwohl man weiß, dass durch sie alles anders wird. Ein intensiv gelebtes Leben bewegt sich nicht nur in sicheren Bahnen. Du bist zu einer neuen Art von Erfahrung aufgerufen, die deinen Mut auf die Probe stellt.
Die Wahl liegt bei dir, aber du wirst mehr davon haben, wenn du dich auf das Risiko einlässt, als der Herausforderung aus dem Weg zu gehen. Neue Landschaften warten darauf, von dir entdeckt zu werden. Also nach dem Motto, mach dich auf, sei mutig, lass dich nicht davon abhalten, lass dich nicht provozieren, nicht klein machen, ganz wichtig, ja, von irgendwelchen Leuten, die eigentlich nur ihre eigene unglückliche Lebenssituation zum Anlass nehmen, auf dir rumzuhacken. Ja, und ich denke, da bist du schon ein richtiges Stück weiter und du wirst das hinkriegen. Wir haben eine Karte, ein Krafttier, was viele in dieser Woche hatten, also drei, glaube ich, das Kaninchen. Jetzt ist eine fruchtbare Zeit. Also, der Frühling naht und das Kaninchen ist fruchtbar. Sehr schön. Schauen wir mal, was da drin steht. Das Krafttier hat folgende Botschaft. Eine sonnige Wiese erwartet dich und der Geist des Hasen erscheint, um dich aus deinem dunklen Kaninchenbau ans Licht zu locken und an einer schönen und fruchtbaren Erfahrung teilhaben zu lassen. Unter der Erde scheinst du vielleicht an einem sicheren Ort zu sein, aber die Magie beginnt, wenn du dich hervorwagst und das Risiko eingehst, dich verwundbar zu machen und etwas Neues mitzuerschaffen. Du bist eingeladen, in ein neues Leben einzutreten, mit dem du noch keine Erfahrung hast, aber hab keine Angst. Jetzt ist auch eine Zeit, um fruchtbar und produktiv zu sein, während du dich in der Zeugungskraft des Hasengeistes sonst. Was immer du jetzt zum Leben erwecken willst, wird auf fruchtbaren Boden fallen. Als Mitschöpfer an der Seite des Allgeistes kannst du keine Fehler machen. Also lass die Ideen ans Tageslicht kommen, im Wissen darum, dass jetzt eine glückliche Zeit ungeahnter Möglichkeiten vor dir liegt. Also besser geht's ja nicht, ne? Also du bist natürlich gehalten, zu bedenken, Schritt für Schritt zu gehen, abzuwägen, ganz klar. Ja, aber du hast alle Möglichkeiten, du hast natürlich Gegner. Die hältst du dir vom Leib, indem du sie nicht an dich herankommen lässt, ja, indem du dir sagst, auch wenn du jemanden liebst, bin ich nicht die Person, die unter den Problemen desjenigen leiden muss oder unter den Macken desjenigen leiden muss. Ich gehe meinen eigenen Weg. Und ich denke, dass du dir damit eine Menge Respekt verschaffst, den du auch verdienst, und dass du einen neuen Weg gehst, dass du deinen Weg gehst. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Und in Ruhe und Gelassenheit. Das ist eine wirklich tolle Legung. Ich glaube, die beste Legung in dieser Woche. Ich hoffe, dass das für dich dann auch stimmig ist in der Realität. Lass es mich gerne wissen. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Und natürlich, wenn das hilfreich war, gerne ein Däumchen hoch. Und denk an die Abstimmung, ob wir immer auch auf die Vorwoche eingehen sollen oder ob wir das immer separat, Legung für Legung, als Einzellegung sehen sollen. Wie gesagt, ich werde das dann als Abstimmung einstellen und dann kannst du mitvoten. Eine schöne Woche, viel Erfolg dabei, lass dich nicht aus der Ruhe bringen und dann sehen wir uns, wenn du magst, in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.